Abend des 17. Juli. Und ja, jetzt haben wir herrlichen blauen Himmel nach dem letzten großen Starkregen, der ungefähr eine Viertelstunde dauerte. Und ja. Ja. Mein Hügelteich. ja. Das Wasser da drinnen ist jetzt ja fast um die Hälfte zurückgegangen. Und ja, als ich dann hier so saß und das beobachtete, kam mir plötzlich ein Gedanke zugeflogen. Oder lass das Intuition gewesen sein oder Eingebung. Ja. Hier ist ein Licht aufgegangen. Ist ja klar. Ich hatte dieses Teil hier vor 3-4 Tagen vollgefüllt mit Grundwasser. Also sozusagen mit negativ geladenem Wasser. Nur hat es heute richtig stark geregnet. Und dann hat sich hier positiv geladenes Regenwasser mit reingemixt. Und wir alle wissen ja, positiv geladenes Wasser dringt deswegen so schön ins Erdreich ein, weil das Erdreich ja negativ geladen ist. Und dieses negativ geladene Brunnenwasser, mit was ich das hier vollgefüllt habe, ist bloß nicht verschwunden, weil negativ und negativ sich halt abstößt. Ja, dann hat sich hier positiv geladenes Regenwasser mit reingemengt. Und ja, dann hat sich das hier, das Wasser hier drin, stark positiv aufgeladen sozusagen. Ja, und positiv und negativ, ne, ziehen sich an. Und dieses Phänomen habe ich jetzt auch schon oft bei meinem großen Naturteich beobachtet, dass nach einem Tag, wo viel geregnet hat, das Wasser stark zurückgegangen ist. Jetzt mal unabhängig von diesen Löchern, die sich da immer gebildet haben. Ja, und das wollte ich doch nochmal festhalten für die Nachwelt. Jo. 18.07. Hallo, hier ist der Paule. Ich bin gerade mal abends draußen im Garten und ja, muss ja feststellen, ich muss jetzt mal die Kresse hier ernten, also den Samen, die trockenen Pflanzen abschneiden, weil es so viel regnet, dass die Samen schon in ihrer Behausung, in ihrer Kapsel keimen. Hilfe! Ja, Kleinkinder, immer wenn man irgendwas sagen will, dann sind sie da. Ne? Sonst interessieren sie sich nicht die Bohne für einen. Aber sobald man was zu sagen hat, wo man all seine Aufmerksamkeit für braucht, sind sie da. Jo. So, jetzt, wir rennen jetzt hier durch unsere ganzen Beete und ernten erstmal die Kresse ab. Ja. Vielleicht entdecke ich ja noch mal ein paar Stellen, wo die Samen schon keimen. Ja, ganz lustige Geschichte. So, hier noch mal ein Paradebeispiel. Ja, seht ihr die Keimlinge, die so aus dem Samen geschlüpft sind? Ja. Ja, deswegen ernten wir die Kresse. Weil, nee, jetzt noch nicht. Ne? Jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, ein Zeug, das keimt unter den widrigsten Bedingungen und vor allen Dingen ständig, immer. Irre. So, haben wir ein bisschen gesammelt. Ja. Ja, grüß Gott miteinander. Wir sind heute mal wieder an unserer Terra Preta de Paule Kiste angekommen. Wie gesagt, effektive Mikroorganismen, die man jetzt im Handel zu kaufen kriegt, habe ich hier nicht mit zugefügt, sondern nur das, was ihr da in dem Video dann schon gesehen habt, im Paules Permagarten.
Nummer 30 war das, glaube ich. Ja, wie gesagt, habt nichts mehr zugefügt. Hab hier bloß jeden Tag ein bisschen für Sonne gesorgt, wenn es denn sein musste. Ja, hier hat er auch eine Folie drüber. Ja, einfach nur zum Schutze. Weil meine kleine Prinzessin, ja, die, naja, wenn die so ein bisschen Sand sieht, so ein bisschen Boden, dann möchte die da gerne drin rumgraben. Was ich dann auch einmal getan hatte. Und deswegen zum Schutz diese Folie. Weil mein Töchterchen geht nur ihren natürlichen Interessen nach. Ne? Also es nützt da gar nichts, mit ihr zu schimpfen oder so. Nein, dann muss man das ja halt so machen. So, naja, wie ihr seht, fängt schon überall ordentlich an zu keimen. Und ja, das freut mich total. Hier haben wir jetzt schon eine größere Stelle. Da kommt dann wohl etwas Größeres. Mal schauen, lassen wir uns überraschen. Wird wahrscheinlich eine Erbse oder so sein. Mal schauen. Ja. Ja, irgendwie riechen oder so tut's gar nicht. Also absolut keine Geruchsbelästigung. Wird halt nur immer ein bisschen warm im Schlafzimmer, wenn die Lampe hier so ein paar Stunden am Tag läuft, ne? Das heizt richtig ungemein. Naja, dann kann man ja das Fenster aufmachen. So, ja. Die Lampe hat man das eben an, so für 2 Stunden. Jetzt macht sie wieder eine Weile Pause. So eine knappe Dreiviertelstunde noch und dann geht sie wieder für eine halbe Stunde an. Oh jo, immer mal so ein bisschen Sonne. So, wir versuchen hier drin das Wetter von draußen nachzuahmen. Und das Wetter da draußen ist ja voll, voll aprillig. Ja, ich nenne das auch gern Orgonwetter. Recht schönen guten Tag. Wir haben es heute Freitag, den 20.07. Und wir werfen mal einen Blick auf unser Terra Preta de Paul Experiment, wo immer noch keine effektiven Mikroorganismen mit zugegeben wurden, also so, wie sie im Handel erhältlich sind, ne? Weil mich scheinbar Mr. Universum noch nicht gehört hat. Ja, ich bitte jeden Tag darum und bedanke mich auch schon im Vorhinein. Aber scheinbar ist es noch nicht angekommen beim Mr. Universum. Nein, ich bin nicht bereit, für 1 Liter effektive Mikroorganismen und das in geballter Power über 20 Euro hinzulegen. Da sind immerhin noch, boah, 40 D-Mark oder 80 DDR-Mark, ja? Oder sogar noch mehr DDR-Mark. Und an Reichsmark will ich gar nicht denken. Ja. Nee, wie gesagt, bin ich nicht bereit, so viel dafür zu bezahlen. Wenn also irgendjemand von euch ein Schlückchen übrig hat, es kann auch schon aktiviertes EM sein, ne? Das kann man ja auch weiter vermehren. Dann solle er sich doch bitte bei mir melden. Ich wäre ihm sagt man das? Na, zu höchst dankbar. Wie gesagt, ja, aber es wächst halt schon. Und ich meine mal, den Pferdemist, der da schon, naja, so halb bis fast fertig fermentiert war. Ich meine, da sind ja nur auch hier noch Mikroorganismen drin. Zwar nicht in dieser effektiven Mischung, aber es sind welche drin. Und ansonsten haben wir das ja auch so angelegt. Also, ach, ich habe da gar keine Bedenken. Das ja alles wunderbar drin, prächtig wächst. Jo. Dann bis zum nächsten Update, wenn es heißt Terra Preta der Paule. Du brauchst eine neue Hose, bitte nicht allzu teuer. Doch
doch die Menschen, die sie nähern, leiden ungeheuer. Alles Bio, alles gut, doch du riechst das Diamantenblut, Diamantenblut. Du brauchst ganz unbedingt ein Mobiltelefon. Der und der Tage dafür starb, war ja nicht dein Sohn.